Wenn wir jetzt das Ganze aufarbeiten wollten, was da in den letzten 3 Jahren passiert ist, um den Dominik herum, würden wir wahrscheinlich jetzt 2 Tage hier sitzen und das analysieren. Aber ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, das sollte man vielleicht in den Hintergrund jetzt drängen, sondern es ist ein klarer Aufwärtstrend da. Ich finde es sehr vernünftig, dass hier einen Trainerwechsel gegeben hat. Das war, glaube ich, eine sehr wichtige Entscheidung für mich. Vielleicht wäre das schon Anfang der Saison oder nach der letzten Saison notwendig gewesen. Dann hätte man vielleicht diesen Schwung schon im Wintertraining mitnehmen können. Aber warum und wieso ist letztendlich eh seine Entscheidung und er ist auch letztendlich dafür verantwortlich, er muss am Platz stehen. Aber es ist eigentlich jetzt, glaube ich, ein guter Level erreicht und man hat jetzt in Madrid auch schon Verbesserungen gesehen. Also ich bin der Meinung, dass Dominik Thiem wahrscheinlich am Ende des Jahres unter den ersten 30 stehen kann, vielleicht sogar weiter vorne. Das wird sich jetzt auch entwickeln.